Du schreibst demnächst eine Arbeit und hast Angst vor einer schlechten Note? Deswegen möchtest du dich mit einem Spickzettel darauf vorbereiten. Ich erkläre dir in diesem Video, worauf du dann unbedingt achten musst. Zunächst einmal vorneweg: Schummeln ist nicht erlaubt. Wenn dein Lehrer dich dabei erwischt und es dir nachweisen kann, dann kann er dir eine 6 geben, denn das ist ein Täuschungsversuch. Und viele Lehrer machen das auch. Also pass auf. Ich zeige dir jetzt, wie du einen übersichtlichen Spickzettel erstellst. Bereite ihn ordentlich vor, zum Beispiel zum Thema Französische Revolution. Du kannst das wunderbar mit einer Mindmap machen. In die Mitte kommt dein Thema, die Französische Revolution. Und drumherum notierst du jetzt die wichtigsten Informationen, die vermutlich in der Arbeit auch abgefragt werden. Markiere sie in verschiedenen Farben, so prägen sich die Informationen besser ein. Darauf musst du unbedingt achten. Bei einem Spickzettel brauchst du nur wenige Stichwörter. Es ist ja kein Aufsatz. Und formuliere sie selber, damit du sie dir gut merken kannst. Achte auf jeden Fall auf eine übersichtliche Gestaltung, zum Beispiel diese Mindmap, die du eben gesehen hast. Und schreibe sauber und gerade groß genug, dass du deinen Spicker auch lesen kannst. Schau mal hier, welcher dieser Spickzettel wird dir mehr helfen? Die übersichtliche Mindmap oder dieser kleingeschriebene, merkwürdige Spickzettel? Ganz klar, die Mindmap ist viel besser. Während du den Spicker schreibst, merkst du dir die Informationen schon sehr gut. Und am besten benutzt du ihn dann in der Arbeit überhaupt nicht, sondern hast ihn einfach als Gedankenstütze im Mäppchen. Ein Spicker hilft dir auf jeden Fall beim Lernen und auch bei einem Referat und natürlich auch als Vorbereitung auf eine Klassenarbeit. Wenn dir dieses Video geholfen hat und du es gut findest, dann gib uns doch ein Like, schreibe etwas in die Kommentare oder abonniere unseren Kanal und teile das Video. Viel Erfolg bei deiner nächsten Arbeit!